Hallo und schön, dass du wieder bei mir reinschaust. Oder wenn du ganz neu bist, freue ich mich auch besonders. Heute zeige ich dir ein weiteres Gespenst zum Basteln. Und zwar ist es dieses hier. Und dieses wird diesmal mit Gipsbinden gebastelt. Ich zeige dir die Handhabung von Gipsbinden, wie einfach die zu bearbeiten sind. Ich zeige dir das Innenleben, auf dem die Gipsbinden dann angebracht werden. Es ist wirklich ganz einfach. Das meiste hast du zu Hause außer den Gipsbinden. Und dann hoffe ich sehr, es gefällt dir. Zum Beleuchten, ganz, ganz wichtig, brauchen wir eine LED-Lichterkette, die jetzt hier unten hineinkommt. Das zeige ich aber nochmal extra. Das lässt sich ganz toll unter das Gespenst machen. Es ist sicher, es geht nur mit einer LED-Lichterkette oder einer LED-Kerze, gibt es ja auch, weil es nicht warm wird. Wir wollen ja nicht, dass es brennt. Die anderen Gespenster kennst du vielleicht schon. Eins aus Küchenpapier, eins zum Häkeln und das andere aus Mullbinden von einem abgelaufenen Sanitätskasten, Verbandskasten aus dem Auto. Dieses Gespenst ist jetzt mal ohne Mund. Natürlich kannst du auch mitmachen, aber jetzt genug geredet. Jetzt fangen wir an zu basteln und ich hoffe sehr, es gefällt dir und du bleibst dabei. Wir brauchen nun als erstes dicke Strohhalme, einen Luftballon, könnt auch gerne so einen Werbeluftballon nehmen, eine Rolle Frischhaltefolie, ein bisschen Tesa, eine WC-Rolle, eine Schere und dann machen wir uns erst die Grundlage, das Innenleben, worüber man dann das Gespenst aufbaut. Wir nehmen den ersten Strohhalm und dann machen wir im Schulterbereich, also sozusagen für die Arme, ein Loch in die Rolle. So, und auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und dadurch schieben wir dann den Strohhalm. Er muss ziemlich fest sitzen, weil wir das Ganze überziehen mit Frischhaltefolie und da soll er nicht durchrutschen. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen auf Länge schneiden, außer ihr habt die ganz kurz. Das geht dann so, also durchgeschoben. Durchgeschoben, dann guckt er, es müssen Männchen so entstehen. Schon ein bisschen breitere Form, wenn ihr es ein bisschen größer haben wollt. Und ungefähr dann gleich lang und dann können wir eine Seite abschneiden. So, und das gleiche müssen wir jetzt auf der Unterseite machen, weil wir wollen ja Volumen haben vom Körper her. Und das muss ja auseinandergehalten werden, unser Aufbau, den wir dann da drüber bringen. Und dann machen wir da auch noch einen Strohhalm durch. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Ja. Und es ist wirklich, dass er wirklich ganz gut, wenn er die größeren, festeren Strohhalme nimmt, sonst knickt euch das weg. Der erste Zug in unserem Unterbau ist jetzt fertig. So muss er aussehen. So, jetzt fixieren wir eine Seite von den Strohhalmen ein bisschen an der Rolle, weil wir dann ein bisschen Druck drauf kriegen, nicht, dass die uns verdrehen und dann einfach so mal ein bisschen an der Rolle festmachen, können da drüber hingehen und da auch nochmal festmachen. So, und das machen wir bei beiden Strohhalmen, dass die sich nicht verrutschen. Danach blasen wir den Luftballon auf. Dann müsst ihr euch selber überlegen, wie groß soll der Kopf ist es nicht. Das ist dann mit Schulterbereich so ein bisschen. So. Also meiner ist halb so groß wie etwa meine Hand. So ein bisschen birnenförmig kann man sich noch ein bisschen drücken und den müssen wir so da drauf setzen. Sieht wie ein Ei oder eine Birne. Und dann müssen wir den auch ein klein wenig fixieren, damit er uns nicht wegrutscht. Nach dem Trocknen von unserem Aufbau wird dieser nur zerstochen, rausgezogen. Dann können wir das andere alles rausziehen und dann können wir den Unterbau
wieder benutzen und machen uns nur einen neuen Luftballon daran, wenn ihr mehr als ein Gespenst machen wollt. So. Aber das ist wichtig, dass es wirklich jetzt erstmal ein bisschen verklebt mit dem Tesa. So, das ist jetzt der komplette Unterbau. Jetzt müssen wir es ausformen. Nochmal mit Frischhaltefolie. Ich mache es ein bisschen Platz machen. Und dann wickeln wir das ein und verdrücken uns so die Körperform, die wir brauchen. Das ist wichtig. So, ihr wickelt euch ein, so zwei, dreimal drumherum. So. Dann schneiden wir es ab und dann drücken wir uns die Seiten noch ein bisschen in Form. Das ist wirklich wichtig. So ineinander, dass es ein bisschen wegsteht. Hier oben ein bisschen die Schulter. Und das ist jetzt unsere Grundform. Wir haben den Kopf, wir haben die Arme, wir haben den Rumpf. Und dann ist jetzt die Grundlage, was jetzt eigentlich die meiste Arbeit Ball gemacht hat, fertig. Und jetzt kommen wir dazu und machen unser erstes Gespenst. Das Innenleben, das Gestell für unser Gespenst ist nun fertig. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Einweghandschuhe. Das geht bei diesem nicht ohne, weil wir ja mit Gipsbinden arbeiten. Wir brauchen eine Schale mit Wasser, das seht ihr hier. Nehmt immer so gerne Eisschale. Ich hebe mir alle Verpackungen immer ganz gern auf. Das ist so die ideale Größe. Dreiviertel gefüllt mit kaltem Wasser. Unsere Vorlage. Dann brauchen wir eine große Schere und die Gipsbinde. Ich bestelle sie mir dann immer im Internet. Und dann schneiden wir jetzt da die erste Lage in der Länge und Höhe unseres Gespenst ab. Plus einem Rand von 3 bis 4. Wir geben also eine Zugabe von 3 bis 4 cm auf jeder Seite, damit wir eine Standfläche bekommen. Als Unterlage habe ich das Tablett, da drauf ein Backpapier, weil da nichts anhängt. Da arbeitet man toll drauf und ansonsten würde ich noch Pappe oder Zeitungspapier oder sowas drumherum legen, weil es ist wirklich jetzt da ein bisschen eine knetschige Aufgabe. So, dann machen wir die Gipsbinde so ein bisschen zusammen, tauchen sie in Wasser, bis es schön flexibel ist, dann hinaus, schön ausbreiten und auf unser Gestell, Untergestell das erste Mal legen. Sehen, dass man die Mitte erwischt und dann schön ausbreiten. Die erste ist wirklich wichtig und dann ergibt sich schon die Form. So, Falten sind auf jeden Fall sehr erwünscht. Es soll ja aussehen wie ein Überwurf. So, und das wäre jetzt unsere erste Lage. Einfach drauflegen. So, jetzt das nächste. Das kann jetzt etwas kürzer sein, weil wir jetzt erstmal die Seiten machen. Also so rum. Und so rum und wieder ein Zuschnitt von 3 bis 4 cm auf beiden Seiten, damit wir eine Standfläche bekommen. Wieder ein bisschen zusammengeknickt ins Wasser hinein. Überall muss Wasser hin, dann rausholen. Ein bisschen ablaufen lassen. Auseinander. Das trocknet sehr schnell, aber ihr habt wirklich Zeit, das erst auszudekorieren. Und dann legen wir es uns in der Mitte übers Köpfchen und ziehen uns das schön, wie wir es brauchen und dekorieren aus mit Falten. Schön alles ausgezogen und dann die Übergänge miteinander verstrichen. Und ihr seht, deswegen brauchen wir jetzt Handschuhe. So, und jetzt die Übergänge miteinander verstreichen. Schön Falten ausbilden. Und am besten das Backpapier oder das
Tablett drehen und nicht die Figur. So, und jetzt die Übergänge wirklich gut ausstreichen aneinander. Und unterhalb schön das länger geschnittene auch ausbilden, damit wir eine Standfläche bekommen, dass, wenn wir unser Teil fertig haben, es nicht kippt. So, das ist jetzt schon mal die Grundform. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Jetzt kommt wieder eins in der Mitte drüber hin. Und immer jetzt dasselbe. Erstmal in der Mitte. Wieder nass machen und ausstreichen, damit wir unsere Gespensterform bekommen. Abtropfen lassen. Und drüber hinziehen und schön in Falten legen auch. So, und ihr seht, wie schnell und einfach das geht mit den Gipsbinden. Und dann müssen wir wirklich auch ausstreichen. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Grundstruktur, weil das soll ja auch stehen. Je mehr Binden ihr macht, desto besser steht's. Aber desto weniger Licht fällt dann durch. So, ich würde nicht zu viel streichen, damit die Struktur von den Binden erst sichtbar ist. Das sind ja so kleine Löchelchen drin, dass man das wirklich noch sieht. Aber die Übergänge schon. Aber nicht flächig. Dann verbindet sich der Gips zu sehr und dann schimmert kein Licht mehr durch. Jetzt auf jeden Fall nochmal auf der Seite und dann nochmal komplett drüber hin. Also nochmal so, der Breite entlang ausarbeiten, wie wir das vorhin gemacht haben. Und nun zum Schluss noch einmal über die Mitte hin. Und dann Falten bilden. Wir müssen ausdekorieren. Und noch Falten rausziehen. Das kann man prima. Also ihr müsst jetzt wirklich noch ein bisschen zippeln und drücken und hier unten auch noch mal ein bisschen am Boden schieben, bis so ein richtiges Gespenst, was sein Laken hinterher schleift, herauskommt. So. Und wie gesagt, ich würde gar nicht so viel verstreichen mit dem Finger, weil die kleinen Löchlein sind und ich finde die schön. Wer es flächig haben will, dem das nicht gefällt, dann jetzt soll die Hand schon ein bisschen nass gemacht und alles drüber hingestrichen. Hier unten am Boden, die würde ich verstreichen, dann haben wir ein bisschen mehr Standfestigkeit, aber ansonsten die Struktur, ich finde es schön so. So, und dann können wir prima mit dem Tablett rumdrehen und können nach hinten arbeiten. Aber ihr seht, wie toll der Faltenwurf ist. Bloß nicht zu viel. Falten sind nicht nur entstanden, sie sind sogar gewünscht. So, und das ruhig ein bisschen noch nach außen ziehen, damit es noch ein bisschen Volumen gibt. Und ausstreichen miteinander, damit wir dann diese Standfläche haben. Obwohl zur Beleuchtung kommt ja dann eine LED-Kette hinein. Und da stelle ich ganz gern grundsätzlich noch zum Stabilisieren ein Glas mit hinein und dann hält das bombig. So, und das ist jetzt die Grundform unseres Gespenstes. Das lassen wir jetzt trocknen. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Ich mache noch ein paar Falten, ihr vielleicht auch. Und dann gucken wir uns nach dem Trocknen über Nacht das fertige Ergebnis an. Unser Gespenst aus den Gipsbinden ist jetzt ganz toll getrocknet. Die Ränder könnt ihr noch ein bisschen abschleifen mit ein bisschen Schlafpapier, wenn ihr wollt, aber auch so lassen. Einfach nur mal mit dem Finger drüber hin. So, wir brauchen jetzt eine spitze Nadel und stechen jetzt hier durch, damit wir den Luftballon zerstechen. Ihr müsst ein bisschen Kraft aufwenden, sucht euch ein schönes Loch und stecht erstmal den Luftballon kaputt. So langsam entweicht dann die Luft. Und dann holen wir unser Innenleben heraus. Das geht wirklich einfach. Ihr könnt das auch gern nochmal benutzen. Da gibt es halt einen neuen Luftballon. Also wegwerfen würde ich es nicht. So, und schon haben wir es. So, das legen wir jetzt auf die Seite.
Und dann kommen wir noch ans Ausdekorieren. Ich mag ganz gern Augen drauf haben. Die habe ich mir hier aus Filz gefertigt. Am besten macht ihr euch erstmal aus dem weißen Papier so eine Vorlage, schneidet euch aus, dann legt das, wie gesagt, ich habe schon ein Auge fertig gemacht als Muster, dann legt das euch auf einen Streifen Filz, das ist 4 cm hoch und 2,3 cm breit. Und dann wird es ausgeschnitten. Ihr könnt aber auch Moosgummi nehmen, ihr könnt ein schwarzes Papier nehmen oder wer es ganz einfach haben will, nimmt einfach ein Edding und malt sich schwarze Augen darauf. So, ausschneiden. Und dann überlegt ihr euch erstmal, wie ihr die Augen haben wollt. Die können beide auf eine Seite gucken. Sie können grimmig nach außen zeigen. Sie können aber auch nach innen zeigen. Das ist euch dann überlassen. Ich würde dann noch eine kleine Pupille drauf machen aus weißem Papier, Stoff oder Moosgummi und das auf jeden Fall draufkleben. Am einfachsten geht das Kleben mit Heißkleber, aber auch mit dem Kraftkleber. Und auf jeden Fall probiert es erstmal aus, bevor ihr Kleber angebt, wie es sitzen soll. Das ist ja jetzt schon unser viertes Gespenst im Endeffekt. Und diesmal möchte ich jetzt keinen Mund drauf machen, sonst gab es immer noch einen Mund dazu, einen grimmigen. Und das möchte ich diesmal nicht. Diesmal gibt es nur Augen. Aber wie gesagt, das entscheidet ja jeder selber. So, und dann die Augen genommen und erstmal, ja, wo sollen sie hin? Ich würde auch nur die Augen fixieren, nicht komplett ankleben, sondern nur unten her, dass sie so ein bisschen abstehen. Mir gefällt das besser, aber ihr macht das, wie ihr es schön findet. So. Drauf. So, dann stehen hier oben so ein bisschen weg. Ich finde es ganz schön, als wenn die so flach drauf wären. Aber das entscheidet ihr mal, wie ihr es schön findet. So, jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Ich hatte es auch schon mal gesagt, es geht wirklich nur mit LED-Sachen, ob jetzt ein Teelicht als LED-Teelichtchen oder eine Lichterkette, weil das wird nicht warm. Sonst haben wir eine Brandgefahr und das wollen wir ja nicht. Dazu habe ich jetzt erst noch mal so ein Gefäß aus Kunststoff, was auch ganz toll geht, was ich immer aufhebe. Das sind diese Gläschen, wo man gewahlenes Gewürz drin hat, Pfeffer, Paprika und solche Sachen. Die hebe ich mir auf, die sind wunderbar dafür. Da kommt die Lichterkette hinein. Dann steht es noch ein bisschen fester. Und dann kommt das einfach hier unten hinein. Und dann ist unser Gespenst beleuchtet. So, damit ihr es besser seht, mache ich jetzt erstmal das Licht aus. So. Und dann gucken wir es uns nochmal an in der Dekoration. Als größer geworden, die ihr für viele Zwecke benutzen könnt, als ganz tolle Dekolampe fürs Zimmer, für eine Motto-Party, Kindergeburtstag, Fasching, Karneval, Fastnacht, Halloween. Und vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen für die Gespenster, dann schreibt mir das doch. Mich würde es sehr freuen. Und dann hoffe ich wirklich, euch hat die Bastelidee und die Ausführung gefallen. Und dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit und ganz liebe Grüße. Tschüss.